Tahiti, für viele ein unbekanntes Paradies in Ozeanien. Tanzen, singen und lieben ist ihr Leben, sagen sie. Beim Confed Cup in Brasilien sind sie die Exoten. Nummer 138 der Weltrangliste, hoffnungslos unterlegen gegen Fußball-Weltmeister Spanien. Und doch wurden sie wie Helden gefeiert. Die Stimmung im Maracanã war klasse. Alle haben geschlossen hinter Tahiti gestanden. Es ist ein Land, das keine Fußballstars hat wie Italien, Spanien oder Brasilien. Sie sind hier als einfache Leute, Arbeiter, die hart arbeiten, aber wenig verdienen. Wohingegen andere Spieler sehr viel Geld kriegen. Und so haben sie vieles mit uns Brasilianern gemeinsam. Hier gibt es viele arme Menschen ohne Rechte. Das verbindet Tahitianer und Brasilianer. In Brasilien ist Fußball Nationalsport. Anders als in Tahiti, wo es nur rund 10.000 Fußballer gibt. Die Begeisterung für die Amateure aus Ozeanien überwältigt selbst den Trainer. Es ist erstaunlich, was hier in Brasilien mit uns passiert. Sehen Sie, trotz eines solchen Spiels, in dem wir so abstürzen, bekommen wir in jeder einzelnen Minute so eine warmherzige Unterstützung im Maracanã. Wir haben stehende Ovationen und Applaus bekommen. Für uns bedeutet das sehr viel. Wir wollten die Herzen der Brasilianer erreichen und das ist uns gelungen. Wir verlieren 0-10, aber es war ein großer Sieg der Herzen. Danke dem brasilianischen Volk. Danke für alles. Wir nehmen aus diesem Spiel sehr viel mit. Tahiti hat mit 100% Leidenschaft gespielt und liebt den Fußball. Ich denke, sie sind ein Vorbild für Fair Play und Beispiel für viele andere Teams. Sie haben nicht das Niveau, bei großen Turnieren mitzuhalten, aber sie versuchen zu spielen und Spaß zu haben. Sie haben sich auf dem Feld bis zum Schluss gefreut und gegrinst. Sie gaben nicht auf oder wollten unsauber agieren. Sie sind Vorbild für viele andere Sachen. Fernando Torres erzielte 4 Tore gegen Tahiti. Spanien steht vorzeitig im Halbfinale und ist weiter der Favorit auf den Sieg beim Confed Cup. Die Sympathien aber gehören eindeutig dem Ozeanienmeister. Ich sage es immer wieder zu meinen Mitspielern, heute ist ein Traum, wir leben einen Traum. Nehmt alles Gute davon mit, was ihr könnt. Uns allen ist bewusst, dass das so in einem anderen Leben nicht wiederkommen wird. Das wird sich so nie wiederholen. Deshalb lasst uns das genießen, so dass wir in 10, 15 oder 20 Jahren sagen können, ja, wir waren dabei. Wie gesagt, es ist wie ein gelebter Traum.